Nachhaltigkeit bedeutet für uns? Dass es sehr gut ist für die Zukunft und wir müssen natürlich zukunftsorientiert sein und immer an die nächsten Generationen denken. Nachhaltigkeit heißt für mich Inklusion, das heißt Einbeziehung aller Menschen, ob schwerbehindert oder nicht schwerbehindert. Demografische Entwicklung, älter werdende Mitarbeiter. Ja, ich denke vor allem Umwelt und sozial gerechtes Verhalten. Ja, Nachhaltigkeit hat für mich sowohl die ökologische Seite wie auch eine soziale Seite. Wenn nicht der Gewinn im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja, zum Thema Nachhaltigkeit fällt mir als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen an der Hochschule Bochum sofort ein, dass das barrierefreie Bauen dazu gehört. Entsprechend fit und gesund bleiben, das bedeutet für mich Nachhaltigkeit.